Guten Tag, Herr Streibich. Sie sind Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Über KI wird hier auf dem Digitalgipfel viel gesprochen, als wäre es omnipräsent. Wo finden wir denn AI heute schon und wie ist der reale Stand der Technik? Ja, wir finden KI schon sehr unauffällig in vielen Anwendungen jeden Tag. Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Smartphone arbeiten, wenn Sie sehen, wie die Fotos plötzlich neu sortiert werden, Sie Sequenzen von Fotos bekommen, dann ist es KI, basierend auf der Gesichtserkennung, auf Situationserkennung. KI wird aber auch natürlich schon im industriellen Bereich überall eingesetzt. Sie haben es heute gehört, bei Bosch selbst, bei den Feuermeldern wird bereits schon ergänzt mit KI, weil es eben nicht immer ausreicht, nur auf Rauch zu reagieren, sondern man möchte auch die Situation sehen. Man kombiniert unterschiedliche Sensoren, Input von Sensoren, wertet die aus, um auf eine ganz neue Erkenntnisstufe zu kommen. Also KI gibt es überall schon zu einem ganz bestimmten Niveau, das eingesetzt wird, um aus Daten zu lernen und daraus zu reagieren und daraus dann Schlüsse zu ziehen. In vielen anderen Bereichen der Digitalisierung nutzen wir Produkte, die in anderen Ländern geschaffen werden. Sie haben in Ihrem Vortrag besonders das Wort KI Made in Germany hervorgehoben. Was genau stellen Sie sich hierunter vor? Ich stelle mir insbesondere vor, dass unsere weltmarktführenden Industrie-Champions wie Bosch, Siemens, Daimler, BMW und viele andere, dass die von ihrer heutigen Welt mit einem Jahrzehnte, Jahrhunderte alten Know-how in der industriellen Domäne, dass man dieses Know-how, was sich über viele, viele Jahre aufgebaut hat, nutzen kann, das um digitale Erkenntnisse erweitert, eben die Daten auswertet. Das heißt, man erweitert die haptische Welt mit der digitalen Welt und die Kombination aus beidem ist unschlagbar. Das gesellschaftliche Verständnis für KI-Technik ist derzeit allerdings noch etwas begrenzt und wird oftmals kritisch konnotiert. Wie kann ein höheres Verständnis dafür geschaffen werden, was der reale Nutzen der künstlichen Intelligenz ist? Und ist das überhaupt notwendig? Vor allen Dingen dürfen wir die KI nicht als Techniker versuchen zu erklären. Es muss um die Anwendungen gehen. Wenn eine ganz bestimmte Anwendung da ist, in welchem KI verwendet wird, dann müssen wir die Anwendung erklären, den Nutzen erklären, die Chancen, die Risiken auch erklären, um so Vertrauen zu schaffen für die Menschen. Nur über Vertrauen entsteht Akzeptanz und das wiederum entsteht durch Transparenz. Also Sie sehen, die Leute einbeziehen, ihnen das Thema zu erläutern, die Anwendung zu erläutern, das ist der richtige Weg und nicht KI als Basistechnologie versuchen zu erklären. Wenn Sie jemanden fragt, wie spät es ist, dann versuchen Sie auch nicht zu erklären, wie die Uhr funktioniert, sondern Sie sagen einfach, wie spät es ist. Wie stellen Sie sich das Zusammenspiel von Mensch und künstlicher Intelligenz in 10 Jahren vor? Welche Probleme müssen wir bis dahin noch lösen? Die KI-Systeme schaffen erweiterte Funktionen in Maschinen und Anlagen. Also Maschinen und Anlagen können viel komplexere Dinge erledigen, als sie es heute können. Und diese Maschinen und Anlagen, seien es Roboter oder andere Dinge, werden als Assistenzsysteme mit den Menschen für die Menschen arbeiten. Und deshalb werden diese KI-Systeme nicht Dominatoren sein, sondern es werden Assistenzsysteme sein, die eben die Fähigkeiten des Menschen ergänzen. Das ist das Ziel der Anwendungen im industriellen Sektor für KI-Systeme. Bei vielen Lösungen der Digitalisierung hat man das Gefühl, dass der Mensch etwas an Mündigkeit einbüßt. Müssen wir diese Befürchtungen bei künstlicher Intelligenz in der Zukunft auch haben? Und wie kann man die Mündigkeit des Menschen in einer Gesellschaft, die durch künstliche Intelligenz geregelt wird, beibehalten? Die Souveränität des Menschen, die Selbstbestimmtheit des Menschen. Dieses Ziel, dieser Wunsch ist ja schon mehr als 200 Jahre alt und ist ja mit der Aufklärung auch entstanden. Das müssen wir natürlich auch im Zusammenhang mit dem technologischen Fortschritt machen. Der technologische Fortschritt darf nicht als Naturereignis betrachtet werden, sondern er muss Schritt für Schritt, so wie der Menschen dient, basierend auf unserem westlichen Wertesystem, basierend auf unseren ethischen Prinzipien erfolgen. Und wenn wir dieses Prinzip befolgen und das parallel zur technologischen Entwicklung auch bewusst machen, dann glaube ich, machen wir einen technologischen Fortschritt, der dem Menschen dient, für den Menschen, vom Menschen geschaffen ist. Vielen Dank, Herr Streibich. Bitte schön.